Von hüben nach drüben. In der Blütezeit des Commodore Amiga war diese Phrase meist politisch angehaucht und bezeichnete in der Regel den Wunsch eines oder mehrerer DDR-Bürger zur Flucht in den angeblich so goldenen Westen. Heute wissen wir zwei Dinge. Zum einen, dass der Westen alles andere als golden ist und zum anderen, dass der gute Amiga seine Blütezeit schon lange hinter sich gelassen hat. Von hüben nach drüben soll nun aber das Thema der heutigen Folge sein, wobei es nicht um die Flucht von Ost nach West gehen soll, sondern um den Datenaustausch zwischen dem etwas angestaubten Amiga mit dem allgegenwärtigen Windows PC und, entgegen der Analogie mit der Republikflucht, auch in die andere Richtung. Es ist der 25. August 2013, ihr seht Folge 3 von Mix Yesterchips. Eine sehr einfache und hochkomfortable Variante des Datenaustausches zwischen Amiga und einem Windows-PC stellt das Programm Amiga Explorer dar. Wie der Name schon vermuten lässt, kommt er ähnlich daher wie sein Namensvetter von Microsoft, der in grauer Vorzeit irgendwann mal auf den Namen Dateimanager gehört hat und seit Windows 95 schlicht Explorer heißt. Der Amiga Explorer kann zwei Verbindungsarten nutzen. Die einfache, kostengünstige, unkomplizierte und mit allen klassischen Amigas realisierbare Variante mittels Nullmodemkabel und die modernere, schnellere, aber leider auch etwas einrichtungsintensivere Variante via Netzwerk. In dieser Folge schauen wir uns zunächst die Variante per Nullmodemkabel an, da wir hierfür wirklich nur sehr geringe Investitionen in Kauf nehmen müssen. Wir brauchen dafür zum einen das Programm Amiga Explorer, welches man für 9,95 € auf der Seite amigaforever.com herunterladen und registrieren kann. Des Weiteren ist dann nur noch ein Nullmodemkabel notwendig. Hier muss man darauf achten, dass es auf der einen Seite einen 9-poligen D-Sub-Stecker und auf der anderen, der Amiga-Seite, einen 25-poligen D-Sub-Stecker hat. Im hier dargestellten Schaltbild könnt ihr euch das anschauen, welche Verdrahtung notwendig ist. Wer sich das zutraut, kann sich das Nullmodemkabel auch gerne selbst basteln. Allerdings ist eine gewisse Sorgfalt geboten, denn wenn die Übertragungsgeschwindigkeit hoch sein soll, wenn man bei Nullmodemkabeln von hohen Geschwindigkeiten denn überhaupt reden kann, dann muss schon ordentlich gearbeitet werden. Doch immer schön der Reihe nach. Besorgen wir uns zunächst einmal das Programm Amiga Explorer. Wie bereits gesagt, ist die Adresse dafür amigaforever.com. Auf dieser Seite gibt es noch einige andere interessante Software für den Amiga zu entdecken. Näheres schaut ihr euch bitte selbst an. Ich werde jetzt nur auf die Installation des Amiga Explorers eingehen. Dafür gehen wir über Products, Amiga Explorer. Und jetzt müsst ihr euch heraussuchen, ob ihr die 32-Bit-Version installieren wollt oder die 64-Bit-Version. Allzu viel herunterzuladen gibt es nicht, es sind lediglich 5,4 MB, das geht recht fix. Und wenn man eben schon mal da ist und auch den Amiga Explorer etwas länger nutzen möchte, machen wir auch noch gleich die Registrierung über buy 9,95 €. Formular ausfüllen, E-Mail-Adresse eingeben, hier unten kann man sogar per PayPal bezahlen und dann bekommt ihr via E-Mail einen Registrierungscode zugeschickt und ihr könnt den Amiga Explorer so lange benutzen, wie ihr lustig seid. Die Installation des Amiga Explorers auf dem Windows-System ist ein Standardvorgang, auf den ich jetzt hier nicht näher eingehen werde. Bevor es nun weitergeht, ist es unbedingt notwendig, dass ihr euren PC und den Amiga ausschaltet, denn die serielle Schnittstelle, an welche das Nullmodemkabel angeschlossen wird, ist nicht hotplug-fähig. Die serielle Schnittstelle ist eine relativ alte Schnittstelle, man kann sie also nicht direkt so behandeln, wie man es heute mit einem USB-Anschluss macht.
Also die Maschinen ausschalten. Sollte euer PC nicht mehr über eine serielle Schnittstelle verfügen, so besorgt euch einfach für kleines Geld einen USB auf Serialadapter. Das bekommt man im eBay, das bekommt man bei Amazon oder bei Konrad. Schaut einfach mal nach, ihr werdet mit Sicherheit fündig. Wenn alles ausgeschaltet ist, verbindet ihr jetzt das Nullmodem-Kabel auf der einen Seite mit dem PC und auf der anderen Seite mit dem Amiga. Wie eingangs bereits gesagt, diese Variante funktioniert mit jedem klassischen Amiga, der eine 25-polige serielle Schnittstelle hat. Hier im Beispiel verwende ich den euch bereits aus der Folge 2 bekannten Amiga 1200. Wenn alles angeschlossen ist, schaltet ihr den Amiga und den PC wieder ein. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Installation des Amiga Explorer. Wenn ihr die Installation auf eurem Windows-PC korrekt durchgeführt habt, dann seht ihr jetzt ein Icon namens Amiga Explorer auf eurem Desktop. Ihr klickt nun rechts auf dieses Icon und auf Setup. Ja, jetzt werdet ihr hier im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass das Setup mit einem Nullmodemkabel durchzuführen ist. Es wird immer genau geschrieben, welches Nullmodemkabel es ist. Gehen wir mal davon aus, dass alles passt und sagen okay. Nun kommt die Abfrage, welche Workbench ihr auf der Amiga-Seite verwendet. Die blaue 1.3 Workbench oder die graue 3.1 Workbench. Kontrollieren wir das Ganze gerade nochmal. Jawohl, auf Amiga-Seite läuft also unsere Classic Workbench. Das ist die Installation aus Folge 2. Das heißt, wir haben die sogenannte graue Workbench, also eine 3.1. Zurück zur PC-Seite. Und wenn wir die graue Workbench haben, sagen wir ja. So, nun müssen wir ein bisschen Aktion zeigen. Denn nun fordert er uns auf der Amiga-Seite zu kontrollieren, dass die serielle Schnittstelle genau so eingerichtet ist, wie es jetzt hier angezeigt wird. Also, gehen wir auf die Amiga-Seite herüber. Und gehen hinein unter System, finden wir die Einstellungen Prefs und hier gehen wir jetzt auf Serial. Das Amiga Explorer Setup fordert uns auf, die Baudrate auf 19.200 zu stellen. Also bitte machen wir das doch. Die Input Buffer Size soll auf 4096 gestellt werden. Das tun wir genauso. Das Handshaking soll auf RTS-CTS stehen. Machen wir Parity None. Das passt also schon. Genauso wie Bits Charge steht auf 8 passt und Stop Bits auch 1. Das ist in Ordnung so. Also sagen wir Save. Und zurück zur PC-Seite. Da wir das alles erledigt haben, können wir hier jetzt auch getrost sagen Okay. Jetzt geht's weiter. Die nächste Aktion, die von uns verlangt wird. Wir sollen auf der Amiga-Seite eine Shell, also eine CLI, öffnen und eingeben Type Ser:2RAM Setup. Machen wir das doch. Wieder rüber zum Amiga. Die Classic Workbench offeriert uns ja glücklicherweise das Kontextmenü. Hierüber können wir sagen Run. Hoppla, Run, Shell, und da geben wir jetzt genau das ein, was die Installationsroutine von uns will, nämlich Type Ser:2RAM Setup und drücken Enter. Jetzt passiert hier erstmal nicht sonderlich viel, also geht's weiter auf Amiga, auf PC-Seite. Wir klicken hier auf OK. Nun sehen wir, dass da irgendetwas kopiert wird. Please wait. Setup. Also irgendwie scheint hier was kopiert zu werden.
Und hier ist die nächste Aufforderung. Wir sollen nun eingeben in der Shell des Amiga RX RAM Doppelpunkt Setup. Nichts leichter als das, könnte man fast sagen. Also geben wir hier ein, wie befohlen, RX RAM Doppelpunkt Setup und drücken wieder auf Return. Zurück zur PC-Seite. Hier sollen wir OK klicken, also machen wir das. Und siehe da, es läuft schon wieder ein Kopierprozess. So, während des Kopiervorganges wurde der Amiga Explorer über das Nullmodem-Kabel von dem PC auf den Amiga übertragen. Damit ist die Installation auf dem Amiga so gut wie beendet. Was jetzt noch wichtig ist, wir klicken hier jetzt mal das weg beim PC und schwenken rüber auf die Amiga-Seite. Wir haben durch unsere Befehlskette, die wir hier eingegeben haben, definiert, dass das, was über die serielle Verbindung hereinkommt, im RAM-Ordner des Amiga abgelegt werden soll. Also auf der RAM-Disk. Schauen wir jetzt mal hier rein in die RAM-Disk. Jawohl, und hier sehen wir auch den Amiga Explorer. Der liegt jetzt hier. Die RAM-Disk allerdings ist im flüchtigen Arbeitsspeicher des Amiga abgelegt. Also würde ich den Amiga jetzt neu starten, wären sämtliche Daten verloren. Deswegen sehen wir jetzt mal ganz schnell zu, dass wir den Amiga Explorer aus der flüchtigen RAM-Disk heraus auf unsere Festplatte bekommen. Und da ist das Amiga OS sehr schön zu bedienen. Machen wir einfach mal das Systemverzeichnis auf und ziehen ganz einfach den Amiga Explorer per Drag und Drop rüber auf System. So, und schon kann nichts mehr schief gehen. Wer den Amiga Explorer öfters benutzen möchte, da gibt es einen kleinen Tipp dazu. Linksklick auf das Piktogramm und dann sagen wir Icons und Leave Out. Schon haben wir direkt auf unserer Workbench den Amiga Explorer liegen. Wir starten jetzt mal testweise den Amiga Explorer. Damit die Verbindung korrekt aufgebaut werden kann, muss immer zunächst auf Amiga-Seite der Amiga Explorer gestartet werden. Das geht sehr einfach. Einfach einen Doppelklick auf das Piktogramm des Amiga Explorer setzen. Dann zeigt er uns hier ganz kurz an, welche Verbindung er verwendet, nämlich Serial. Und ja, dann verschwindet alles schon wieder und man könnte meinen, hier läuft gar nichts. Schwenken wir mal rüber auf die PC-Seite. Hier starten wir nun auch den Amiga Explorer. Doppelklick darauf. Und siehe da, wir sehen nun auf der PC-Seite den Inhalt des Amiga. Wir haben hier die Festplattenpartitionen, Programme und System. Wir können hier sogar die RAM-Disk sehen. Da ich den Amiga nicht neu gestartet habe, müsste sich ja jetzt noch hier in der RAM-Disk der Amiga Explorer befinden. Da ist er, A-Explorer und sein Piktogramm dazu. Wir können hier ganz einfach navigieren, so als wäre jetzt der Amiga ein Laufwerk oder Verzeichnis unter Windows. Wir sehen hier das Kick-ROM. Das ist also der Inhalt des Kickstart-ROM-Chips. Können wir auch hier sehen. Und hier unten drunter nochmal dargestellt als HDF-Datei, also als Festplatten-Image-Datei, Programme und System. Sollte ein Verbindungsfehler angezeigt worden sein, dann könnte es sein, dass die Einstellungen nicht richtig sind. Normalerweise sollten sie bei der Erstinstallation des Amiga Explorer korrekt sein. Wenn nicht, schauen wir einfach mal nach. Rechtsklick auf Amiga Explorer, dann Eigenschaften. Und hier nun sehen wir die Einstellungen der Verbindung. Er sollte stehen auf Type Serial, dann die Portnummer. Möglicherweise ist die nicht richtig eingestellt gewesen. Vor allem, wenn ihr einen USB auf Serialadapter verwendet, müsst ihr natürlich vorher herausfinden, welche Portnummer ihr verwenden wollt. Und hier unten die Speed 19.200. Das sollte hier eingestellt sein. Unter Options gibt es noch die Standardwerte. Packet Size 512, Maximum Retries 50. Das solltet ihr einfach so stehen lassen, zunächst zumindest. Ja, das wär's zu diesen Einstellungen. Damit soll es funktionieren.
Doch leider gibt das normale Serial Device, welches standardmäßig bei der Amiga Workbench mitgeliefert wird, nicht viel mehr her an Übertragungsgeschwindigkeit. Damit das Ganze etwas flotter von der Hand geht, besorgen wir uns nun das sogenannte Board Bandit Device von der Seite aminet.net. Gebt einfach oben rechts in der Suche Board Bandit ein, dann bekommt ihr in den Suchergebnissen das Board Bandit Device geliefert. Hier ist es jetzt aktuell die Version 1.4b. Die ladet ihr euch herunter. Die meisten Downloads auf Aminet liegen als LHA gepackte Dateien vor. Ihr müsst euch also entweder für Windows einen LHA Entzipper besorgen, damit ihr die Datei entpacken könnt, oder aber ihr nutzt das LHA Programm, welches bei der Classic Workbench mitgeliefert wird. In diesem Beispiel habe ich einen LHA Entpacker für Windows benutzt. Die heruntergeladene Datei Board Bandit Device habe ich jetzt mal hier raus auf meinen Windows Desktop gelegt und ich starte jetzt wieder den Amiga Explorer. Und nun ziehe ich die Datei Board Bandit Device auf Amiga Seite in das Verzeichnis Devs. Hier drinnen findet sich übrigens auch das momentan verwendete Serial Device. Hier unten steht es. Und wir fügen jetzt einfach per Drag and Drop, einfacher geht's gar nicht, das Board Bandit Device diesem Verzeichnis hinzu. Da die Datei selbst gerade mal 4 KB groß ist, geht das auch relativ schnell. Jetzt schwenken wir wieder zur Amiga-Seite, aber bevor wir den Austausch des Serial Device gegen das Board Bandit Device durchführen können, müssen wir erstmal den Amiga Explorer stoppen. Das funktioniert genauso einfach, wie wir ihn gestartet haben. Einfach einen Doppelklick auf das Piktogramm. Rückmeldung, A-Explorer stoppt. Schon mal sehr gut. Jetzt führen wir einen Rechtsklick auf das A-Explorer-Piktogramm aus. Um das Board Bandit Device jetzt zum Einsatz zu bringen, markieren wir mit einem einfachen Linksklick das A-Explorer-Icon, führen dann einen Rechtsklick aus und gehen hier über Icons und Information in die Einstellungen. Hier sehen wir nun unter anderem die Zeile Sir Device, Serial Device. Und das möchten wir ja ersetzen, also klicken wir einmal links darauf. Nun steht das Ganze hier unten in dieser Zeile, hier können wir es editieren. Und wir ersetzen den Eintrag Serial gegen Board Bandit. Darauf achten, das ganze Ding wird groß geschrieben, also das erste B von Board und das B von Bandit ebenfalls groß. Schreibt ja alles klein, funktioniert es im Endeffekt nicht. Ist die Eingabe beendet, dran denken, dass diese mit einem Druck auf Return quittiert wird. Jetzt steht das hier oben drin, boardbandit.device. Und wir drücken auf Save. Warum das Icon jetzt versprungen ist hierauf, weiß ich nicht. Ich hole mir es wieder zurück. Und jetzt starten wir die Verbindung, wie vorhin auch, mit einem Doppelklick. Nun haben wir hier stehen Board Bandit Device. Vorher stand hier Serial Device. So, nun haben wir eine einfache Verbindung aufgebaut, wie mit dem Serial Device. Und wir haben immer noch die Geschwindigkeit 19.200 Board. Das wollten wir ja eigentlich nicht haben. Also stoppen wir die Verbindung wieder. Doppelklick. A-Explorer stoppt. Und wir schwenken mal wieder kurz rüber auf den PC. Wir führen einen Rechtsklick auf dem Amiga Explorer-Icon aus, gehen in Eigenschaften. Und nun stellen wir die Verbindungsgeschwindigkeit von 19.200 mal rauf auf 38.400. Klicken auf OK. Und wir tun das gleiche auch auf der Amiga-Seite. Indem wir einen Rechtsklick auf das A-Explorer-Icon ausführen, hier wieder auf Information gehen und bei Sir Board statt 19.200 die 38.400 eintragen. Wieder Return drücken, damit es übernommen wird. Und auf Save. Jetzt starten wir die Verbindung wieder mit einem Doppelklick.
Jetzt haben wir hier die 38.400 drinstehen. Und auf der Amiga-Seite sind wir damit fertig und starten dann auf der PC-Seite wieder den Amiga Explorer. Wenn alles funktioniert hat, bekommen wir wieder den Inhalt des Amiga angezeigt. Und schon läuft das Ganze ungefähr doppelt so schnell. Der Amiga Explorer ist auch bestens dafür geeignet, um Amiga-Disketten zu sichern. Ich nehme jetzt hier mal eine Install-Diskette der Workbench 3.1, lege diese in den Amiga 1200 ein. Und auf der Workbench erscheint das Icon der Install 3.1 Diskette. Die Verbindung zum PC besteht nach wie vor, also schauen wir wieder auf den Amiga Explorer auf der PC-Seite. Hier hat sich jetzt erstmal nichts getan. Wir aktualisieren hier jetzt die Ansicht, wie im Explorer gewohnt, entweder per F5 oder Rechtsklick und sagen Refresh. Und wir bekommen jetzt hier angezeigt Install 3.1 ADF und hier oben den direkten Zugriff auf die Diskette. Wenn ich hier einen Doppelklick drauf ausführe, läuft das Laufwerk des Amiga an. Es dauert einen kleinen Moment und wir bekommen dann hier den Inhalt der Diskette angezeigt. Wir könnten jetzt theoretisch hergehen und könnten hier Dateien und Verzeichnisse markieren und diese einfach so rüber auf den PC schieben. Das allerdings ist generell keine gute Art und Weise, mit den Amiga-Dateien umzugehen. Warum das so ist, erkläre ich später. Wenn ihr Disketten sichern wollt, dann solltet ihr hier immer die ADF-Datei nehmen und diese rüberziehen auf den Desktop. Also einfach per Drag and Drop das Ding anklicken, rüberziehen, loslassen und es beginnt der Kopierprozess der Diskette. Auf der Amiga-Seite seht ihr nun, dass das Laufwerk DF0 beschäftigt ist, DF0 Busy. Und das wird so lange angezeigt, bis der Kopierprozess der Diskette auf die PC-Seite beendet ist. Die damit erzeugte ADF-Datei könnt ihr dann später auch nutzen, um sie bei einer Emulation mit WinUAE zum Einsatz zu bringen. Das Ganze funktioniert natürlich auch in entgegengesetzter Seite. Wenn ihr zum Beispiel im Amiga eine leere Diskette eingelegt habt, ihr seht jetzt hier die Bezeichnung Empty ADF, könnt ihr hergehen und eine ADF-Datei, welche auf dem PC gespeichert ist, rüberziehen auf die Amiga-Seite. Das funktioniert denkbar einfach, wieder per Drag and Drop. Ihr zieht die ADF-Datei, die ihr kopieren wollt, von der PC-Seite einfach rüber auf ADF. Kommt noch eine Abfrage, willst du das wirklich machen? Yes, und dann startet wieder der Kopierprozess. Auf diese Art und Weise könnt ihr alle Disketten, die ihr besitzt, als ADF-Dateien sicher auf eurem PC ablegen. Und ihr solltet das auch tunlichst machen, denn die Amiga-Disketten sind nicht mehr die jüngsten und nach werden sie alle, früher oder später, ihre Speicherfähigkeit verlieren. Was als ADF gesichert ist, kann man erstmal als wirklich gesichert betrachten. Sollte es notwendig sein, die Daten mal wieder auf eine Diskette zurückzuspielen, wie gerade eben gezeigt, funktioniert das relativ einfach dank des Amiga Explorer. Um die Geschwindigkeit der Nullmodem-Übertragung noch weiter aufzubrezeln, gibt es noch einen weiteren Trick, der allerdings auch, genauso wie die Erhöhung der Bordrate, von der Qualität eures Nullmodem-Kabels abhängig ist. Rechtsklick auf Amiga Explorer Eigenschaften und dann hier unter Options die Packet Size von normalerweise 512 auf zum Beispiel 1024 hochsetzen. Klickt auf OK. Und natürlich, hier gilt wieder das gleiche wie bei allen Einstellungen im Amiga Explorer. Was ihr auf PC-Seite macht, das müsst ihr auch auf der Amiga-Seite machen. Es funktioniert genauso einfach. Linksklick auf den Amiga Explorer, rechtsklick in das Menü Icons und Information. Und jetzt sucht ihr hier nach der Packet Size. Da haben wir sie, 512. Die ändern wir jetzt hier ab auf 1024. Wieder Return drücken und Save.
Sollte euer Amiga keine Festplatte besitzen, dann ist das zwar ein Grund zum Verzweifeln, aber die Situation ist nicht komplett aussichtslos. Amiga Explorer funktioniert auch im reinen Diskettenbetrieb, wenn auch etwas unkomfortabler. Damit es wenigstens halbwegs gut von der Hand geht, ist es aber auf jeden Fall anzuraten, dann ein zusätzliches Diskettenlaufwerk zum Einsatz zu bringen. Denn auf den Disketten ist in der Regel nicht viel Platz, vor allem nicht auf den Workbench-Disketten, die sind ziemlich gut gefüllt. Also sollte man neben den Workbench-Disketten auch immer ein paar leere Disketten zur Hand haben, womit man dann den Datentransfer durchführen kann. Insgesamt jedoch bleibt die Vorgehensweise zur Installation des Amiga Explorer genau die gleiche. Ihr seht also, dass es mit dem Amiga Explorer eine recht einfache Angelegenheit ist, einen Datenaustausch zwischen dem PC und dem Amiga durchzuführen. Vor allem das Thema mit der Sicherung der Disketten auf dem PC ist eine elementare Angelegenheit, der man sich so schnell wie irgendwie möglich widmen sollte. Wenn man allerdings dann auf die Idee kommt, dass man gleich die komplette HDF, also die Image-Datei der Amiga-Festplatte, auf den PC herüber kopieren möchte oder ein unter WinUAE eingerichtetes HDF-File auf den Amiga rüber kopieren möchte, wird man sehr schnell feststellen, dass man entweder ein Geduldsmensch ist oder einfach eine schnellere Verbindungsmöglichkeit braucht. Der Amiga Explorer kann neben der Nullmodem-Verbindung, die doch recht langsam ist, eine wesentlich schnellere Verbindung nutzen, nämlich via TCP/IP, also über das Netzwerk. Wie man das einrichtet, erkläre ich euch in der nächsten Folge der Yesterchips.